Leroy Jenkins. Leroy! Du betrittst den Story-Bereich. Eingang der Schmiede. Greif an, meine Dame. Ich hab angegriffen. Ja. Meine Dame hat es ein bisschen Zeit gelassen, sich. Ich weiß ja, das verpasst hier nichts. 15 müssen wir wieder killen hier. Achso. Ja. Also Bonusziele gibt es ja echt fast immer eigentlich, oder? Aber die liegen eh immer so auf dem Weg, dass man sie echt eh immer macht, oder? Ja. Der schießt noch weiter auf den Gegner drauf, obwohl er so lange tot ist. Ich wollte gerade gucken, ob ich mich mal heilen soll, aber ist momentan nicht notwendig. Ey, die gehen eher auf den Roboter als auf mich. Mein. Haben wir hier noch für schöne Attacken. Haben wir mal wieder die 6. Attacke raus. Sieht doch auch mal ganz schön aus. Und zum Schluss nochmal den... Oh, schöner Finisher. Ja, Erfolg eingeschlagen. Eigentlich abgeschlossen. Wir sind ein gutes Team. Also der T-Dingenstar und ich. 100 Feinde haben wir besiegt. Mit dem Typen als Gefährt. Ah, wir hatten ihn ja schon am Anfang, gell? Mal zwischenzeitlich, deswegen hat es wahrscheinlich schon dazu gezählt. Unser erster Gefährte. Ich finde aber eigentlich Gefährten cooler, die auch ein bisschen reden können. Druiden sind zwar cool so zum Mitfahren wie der andere, den ich da habe, aber so später... Es gibt ja mehrere Gefährte im Spiel, glaube 5 oder so. Da würde ich mir dann wahrscheinlich auf Dauer doch einen mitnehmen, der reden kann. Oh, hier sind ein paar. Oh, das schmördert sich. Ja, ich bin gleich da. Ach stimmt, ja, toll, doch, da sind wir hier. Dann... für den König, mal wieder. Letztes Mal die beiden Finisher nacheinander. Ah, wunderbar. Und dann nochmal den da. Ach, Mann, bevor ich nicht lang konnte, war mein Druide schon wieder schneller. Mir fehlen aber noch 3. Du brillionisches Eier, Echsenei habe ich gefunden. Gutes Team. Yeah, gutes Team. Na T7, brauchst ein Echsenei? Hätte da gerade eins. Ach, da sind die. Sind die draußen? Ja. Da sind sogar noch mehr. Ah ja, wunderbar. Dann hat sich das ja erklärt. So, die Vorspringen betäubt die echt überlegen. 16! 16 wieder, ne? 16, Level 16, so ich kann aufhören zu spielen. Das Let's Play ist leider beendet, Level 16 ja. Hat die Stufe 16 erreicht. Ja. Oh, warte, hier ist noch was. Und dann mache ich gleich wieder das hier an hier. Das da, wenn wir es schon mal haben. Unsere Special Fähigkeit. Ist schon ganz cool, dass wir alles können. So, mal den Finisher machen. Tja. Aha. Wir sind ungefähr gleich auf, gell? Ja. Ja. Ich schaue schon immer so ein bisschen drauf, dass wir gleich weit laufen. Aber es funktioniert eigentlich erstaunlich gut, jetzt komplett zu zweit durchzuspielen, finde ich. Ja. Also klar, man sieht sich jetzt in dem Bereich nicht, aber... Oh, oh bestialischer Fleisch. Räuber macht einen. Was? Ich sehe dich nicht. Ach so, vermisst du mich schon? Ja, total. Auch wenn wir draußen sind, sind wir trotzdem in einem Story-Bereich drin. Das ist selten, sonst waren wir immer in irgendwelchen Höhlen drin, wenn wir in den Story-Bereichen waren. Boah, hier sieht's gerade geil aus. Alter, hier sieht's so geil aus. Und vor allem noch diese leichte Binary Sunset im Hintergrund von der Musik her. Boah, da hinten ist noch ein Eingang zu einer Höhle. Wo bist du? Du bist schon wieder weiter. Ich schau mich nur um. Hier sind gerade keine, da sind wieder Gegner. Aber sonst schaue ich mich hier nur um. Das ist eine schöne Landschaft. Ah, diese Schmiede, der Eingang hier sieht eigentlich auch ganz nett aus. Die Treppen da hoch. Ah, da ist oben ist wieder so ein Stein. Ist jemand. Oh, verdammt, sorry. Was? Ich hab eine Konsequenz. Oh, ich auch, gleich. Ich habe euer Kommen gespürt. Eure Furcht verrät euch. Ihr seid schwach. Genau wie mein alter Meister. Ihr werdet fallen. Mit ihm. Was hast du eigentlich gegen uns? Was ist euch auf Coruscant widerfahren? Warum habt ihr euch gegen die Jedi gewendet? Nicht die Jedi. Gegen die rückgratlosen Feiglinge, die ihren Platz eingenommen haben. Die Verräter, die zugelassen haben, dass die Sith Millionen abschlachten. Ihr wart nicht auf Coruscant. Ihr habt nicht mit ansehen müssen, wie all eure Vorbilder niedergemetzelt wurden. Oder der Tempel brannte. Ich bin der Vernichtung entkommen, um zu sehen, wie mein eigener Meister sich vor den Sith beugte. Sie rotteten uns aus und er gab einfach auf. Okay, es geht dir also hier eigentlich nur um Rache, oder was? Deswegen habt ihr Meister Orges hergebracht? Um euch an ihm zu rächen? Die Schwachen werden hier geopfert, um die Schmiede stärker zu machen.
Orden der Jedi muss aus der Asche wieder auferstehen. Okay. Nein! Okay, Angriff! Ah. Hilfe! Hilfe! Ja. Warte mal. Machen wir erstmal hier das hier noch. Mich an. Okay. Nee, mein Roboter hat ihn gerade noch betäubt. Den ollen Bengel. Ah, ein bisschen Schaden macht er. So ein gelbes Lichtschwert hätte der Len ja unbedingt. Oh ja. Gerne, gell? Oh ja. Oh ja. Ich hätte ja lieber ein blaues, aber ich würde mich auch mit dem gelben zur Not zufrieden geben. Na gut. Oh, jetzt kannst du mal meinen Roboter. Kannst du mal meinen Roboter in Ruhe lassen? Ich glaub's ja nicht, ey. Frechheit. Halt einfach auf meinen Roboter drauf. Da verstehe ich aber keinen Spaß. So. Nein! Oh, da. Ah, jetzt hat. Ich hab ihn. Ich auch. Reden? Reden. Oh. Ihr habt gewonnen. Warum hat die Macht mich in diese Niederlage geführt? Ihr seid stärker als alle Jedi, die ich jemals gekannt habe. Ihr könntet den Orden retten und die Sith vernichten. Ich verstehe. Ihr seid die Waffe, die zu schmieden ich gekommen bin. Ich? Was? Hast du schon weitergemacht? Nein. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen vom Tod selbst, der mir zuflüstert, hallo Drachenbursche. Sie haben uns gefunden, Len. Ah, ja dich. Oh nein. Ich? Ich? Dich? Ich? Ich? Machen wir weiter. Ihr denkt, dass ich dazu bestimmt bin, das Imperium zu besiegen? Ich bin mir ganz sicher. Endlich habe ich meine Bestimmung gefunden. Ich habe ein Leben damit verbracht, die Wege zur Macht zu lernen. Dieses Wissen dient nun euch. Lasst mich Typhon verlassen und die Galaxis für euren Aufstieg vorbereiten. Ich werde die Gaben liefern, die ihr braucht, um euer Schicksal zu erfüllen. Ich glaube, du musst dich ein bisschen ausruhen, ha? Verstehst du, Zwinker, Zwinker? Ihr werdet die Hilfe bekommen, die ihr braucht, Bengel. Aber ihr könnt hier nicht fort. Oh ja. Erstmal fledern. Lichtschwert nehmen. Bitte. Sprich mit Meister Orgus, hä? Na, machen wir, oder? Sieht zwar nicht mehr sehr gesprächig aus. Ah, da ist er. Der liegt da am Boden, ja. Ja. Versuch mal mit ihm zu reden. Ich habe dir mein Leben zu verdanken. Ich habe Bengel Moor gefangen genommen, Meister. Er ruht jetzt. Du hast Großes geleistet. Er verdient eine zweite Chance. Das Grauen, das er auf Coruscant mit ansehen musste, hat ihn gebrochen. Es hat den sanften Padawan, den ich ausgebildet habe, vernichtet. Du hingegen hast dich einer Herausforderung gestellt, die jenseits aller Prüfungen liegt, die ich dir auferlegen kann. Es gibt nichts mehr, was ich dich lehren könnte. Alles, was dir noch zu tun bleibt, ist in die Schmiede zu gehen und dein Lichtschwert zu bauen. Lichtschwert. Lichtschwert. Danke, Meister. Ich fühle mich ausgesprochen geehrt. Es gibt keinen Ersatz für die Waffe, die du dir selbst baust. Oh, selber normalerweise lassen wir die Padawane sich das Material selbst zusammensuchen. Aber du hast dich bereits bewiesen. Hier sind alle physischen Bestandteile. Der Rest ergibt sich aus deiner Beherrschung der Macht. Ich werde Bengel zum Jedi-Tempel bringen, damit man ihm hilft. Wir treffen uns dort, wenn du soweit bist. Ja, bestimmt. Ich habe jetzt anderes zu tun. Lichtschwert! Lichtschwert! Renn, Lichtschwert! 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 Kommst du mit nach oben? Ja, ich bin doch schon oben. Du bist oben. Ah, okay. Dann klicken wir das Ding mal an, oder? Ja. Dies ist die alte Schmiede, in der die Jedi seit Jahrtausenden ihre Lichtschwerter erschaffen. Binary Sunset. Dies ist die alte Schmiede. Diese Waffe wird Licht in die Dunkelheit bringen. Ich will es personifizieren. Von Anfang an. Oh, kein blauer Kristall. Oh, langweilig. Ruhe. Nicht wert. Thank you.
Was will Godzilla von uns? Keine Ahnung. Erhalten Lichtschwert. Stärke-Modifikation. Oh, hier die Waffen. Gibt's auch noch einen Kodex-Eintrag, wer das lesen will? Lichtschwert. Nehmen. Slot voll. Bitte? Was? Unser Licht, das Slot schon wieder voll. Ah, ich konnte es nehmen. Wie? Ha, beide. Ich kann beide nehmen. So, jetzt habe ich auch beide, jawohl. So, schauen wir mal, wie es ausschaut. Der erste Moment, wenn ich mein Lichtschwert rausziehe, jetzt hier. Warte, das wird jetzt ein historischer Moment. Hab ich schon. Ist das geil. Ich habe leider nur blaue Kristalle, ich habe noch keinen roten oder gelben. Ich will unbedingt einen gelben Kristall. So. Und jetzt. Hüter der Schmiede wird umgehauen. Attacke! Der wird sowas von umgehauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh ja. Oh ja, Lichtschwerter. Oh, der hält ja was aus. Jetzt kann man gleich mal die neuen Fähigkeiten jetzt probieren. Neue Fähigkeiten? Mit 5. Naja, die mit 2 Schwertern gemacht werden müssen, die Fähigkeiten. Ah ja, stimmt. Konnten wir ja vorher gar nicht machen. Versuchen wir ihn mal zu betäuben. Naja, so richtig gut. Die anderen Fähigkeiten sind momentan noch besser, auf jeden Fall, muss man sagen. Probieren wir es nochmal aus hier. Oh, der haut mich schon heftig. Mich halt meine Droide die ganze Zeit, deswegen will ich kein Lebensenergie. Hab ihn. Das klingt schön. Na, ich noch nicht ganz. Jetzt hat. Der Tod selbst hat mir übrigens auch schon geschrieben. Ah, okay. Ja, oh, Grüße. Galaktischer Standardblaster. Farbkristall, hä? Frühzeitliches Verehrer-Lichtschwert. Na gut. Der hat einen Kristall. Warte. Das will ich jetzt mal kurz checken. Wo ist? Für mich hat er gerade ein neues Lichtschwert. Für dich hat er ein neues Lichtschwert? Ich glaube, er hat ein Lichtschwert gehabt, oder? Nee, warte, für was war das? Für mich hat er einen Blaster. Ich muss mal gucken, wo ist der Blaster? Da. Ah, kann man noch nicht nehmen, oder? Steuerung rechtsklick zu modifizieren. Huch, nein. Ach, das hat keine Farbe, das Lichtschwert. Wie kann ich den jetzt rausnehmen? Ach, es ist nicht für die Ach, Manu, ich kann es nicht benutzen. Was? Was ist Len? Lebst du noch, Len? Hallo, ich will den Kristall rausnehmen. Annehmen. Wo steht denn immer, für welche Klasse das ist? Gegenstand, Farbkristall, Rot. Ach, Rot, Farbe, Rot, Kristall. Ich kann den Kristall nicht rausnehmen. Der hat einen orangenen Kristall drin und ich kann ihn nicht rausnehmen. Ich muss an irgendeine Waffenschmiede. So, wo müssen wir denn hin? Ich versuche gerade noch, mein Lichtschwert auseinander zu bauen. Wir müssen zurück in den Jedi-Tempel, deswegen werde ich jetzt einmal kurz reisen. Dann halt nicht. Tempel. Was denn? Ach, ich wollte das Lichtschwert in den Kristall ausbauen. Aber ich will dir zwei blaue Lichtschwerter, von daher. Ja, ich wollte es auch ausbauen, ich konnte es aber nicht. Dann gehen wir zum Jedi-Tempel, hast du gemeint? Genau, also ich gehe draußen hin. Wie kann man da rauszoomen aus der Karte? Achso, das ist schon rausgesucht. Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Draußen hin, ja, draußen hin. Auf den Weg nach draußen. Dauert ein bisschen, bis die Schnellreise ihren Weg gefunden hat. Eine Fähre wurde losgeschickt. So, so, und ich suche jetzt, wo ist hier. Wo ist hier eine Waffen? Waffenmodifikator. Da ist die Waffenbank. Haha! Genau, ich tue das Lichtschwert rein, was ich sowieso nicht benutzen kann. Ich will doch nur den Kristall rausnehmen. Die Extraktion dieses Gegenstands kostet 10 Credits und bindet den Gegenstand Cerianisch-Galaktischer Standard. Lasse dauerhaft an dich fortfahren. Annehmen, es passiert nichts. Ja, genau, bei mir auch. Keine Ahnung. Kann ich dir jetzt auch nicht sagen, woran das liegt. Wo müssen wir überhaupt hin? Was haben wir für momentan für Quests? Momentan die Ruinen. Okay, die Ruinen, die Quests werden wir nicht los. Aktiviere Wissensobjekt über etwas. Hä? Aktiviere das Wissensobjekt. Ach so. Okay. Gehen wir mal rein, oder? Du kannst übrigens Aufgaben aufgeben, sehe ich gerade. Okay, aber. Nicht weiter verfolgen. Warte, da haben wir eine Aufgabe, die wir abgeben können. Ja, genau. Aktiviere das Wissensprojekt, genau. Wie macht man das? Da ist es. Hier, das kleine. Ach, das da. Das ist das. Oh, okay, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Was haben wir bei. Kühnheitsverbesserung. Waffen und Rüstung kann man damit verbessern, okay. 9000 EP. So, ich nehme mein Hauptlichtschwert. Mhm. Wie kann ich das nehmen? Oben draufklicken, dann hast du mehr Waffen ausgewählt. Hä?
oben. Klicke auf den Gegenstand anzuzeigen, die du modifizieren kannst. Oben drauf auf der Werkbank. Da drauf klicken. Und dann auf das Lichtschwert klicken. Okay. Ah, da kann man, da ist eh noch keine Verbesserung drin, das passt. Ein blauer Kristall. Ja, blauer Kristall ist drin. Ah, so langsam verstehe ich das, wie das funktioniert mit dem Modifizieren hier. Dadurch wird der Gegenstand dauerhaft nicht gebunden, ja, Vater. So, plus 7 Ausdauer ist jetzt drin. Nice. Ja, schadet doch nicht, oder? Ja. Was ist denn da, wie so... Was ist denn mein Lichtschwert? Anwenden. Verstehe es nicht. I don't get it, wieso man das nicht rausnehmen kann. Kann man das vielleicht woanders reinbauen? Nee. So, ich habe das Blaue jetzt raus aus dem Lichtschwert, das geht auf jeden Fall. Da ging, bei dir ging's? Ja. Also, aus dem Lichtschwert krieg ich's raus. Okay. Ich probiere es jetzt nochmal über die Liste nochmal mit dem Blaster. Also, ich probiere es noch einmal. Geht nicht raus. Okay, das geht also nicht immer raus. Also wenn so ein Dings da drüber ist, dann geht's nicht raus, oder? Doch, dann geht's auch raus. Aber irgendwie geht's aus dem Blaster nicht raus. Und wie kriegt man's da raus? Frag mich nicht. Ich hab keine Ahnung. Ist egal, ich check's dich. Ja. Ja. Ist auch egal, ich will ja eh zwei blaue Lichtschwerter haben. Ich nicht. Hä, ich hab das Ding doch gerade eingebaut in mein Lichtschwert. Muss man das irgendwie annehmen wieder oder so? Anwenden drücken, ja. Ah, deswegen hat's nicht geklappt. Was hast du eingebaut? Ja, dieses Ding, was wir ja gerade bekommen haben. So, und? Hä? Ach, da unten muss man anwenden. Genau. Ah, passt. Vielleicht kann ich so auch das Ding ausbauen. Ah, jetzt verstehe ich, glaube ich. Warte. So. Annehmen. Okay, nee, geht nicht. Gut, ich nehme alles zurück. Zumindest habe ich jetzt das Ding angebaut. Ja, Len zeigt auch nochmal, was er hat. Kann ich auch. Ah, Lichtschwerter, was gibt's Besseres? Ja, Mann. Zeit wurde es, Zeit wurde es. Dann suchen wir mal den Jedi-Tempel. Schauen, was es dort noch für uns zu tun gibt. Lieblingsort auf Tython. Ist vermutlich der Jedi-Tempel, ja. Ja, hat T7 gerade gesagt. Ja. T701 hat ein Medipack eingesetzt. Okay. Wusste nicht, dass die auch bei Droiden funktionieren. Len kann hüpfen. Boing. Ich höre deine Leertaste. Echt? Ja. Ja, Len. Hau noch mehr drauf. Ja. Geh mal rein. Gehen wir mit der Tür, oder? Ja, geh mal rein. Das ist auch mal so cool, diese Sequenz am Anfang. Wenn er hier reinläuft. Zum Jedi-Rad.